Ich glaube, wir brauchen noch einen Elektromagier. Die Wahrscheinlichkeit, hier einen Elektromagier zu ziehen, die ist so gering, da kann ich gleich Lotto spielen gehen. Hoffentlich ist es aber eine andere Karte, die wir brauchen. Bitte eine Karte, die wir brauchen. Eine Karte, komm. Modern Trimax hier. Es ist passiert, wir können jetzt das allererste Mal auf dem Free-to-Play-Account die Saisonbelohnung öffnen. Wir starten aber mit dem Trimax-Account, dann der Trimax Esports-Account und dann der Trimax Free-to-Play-Account. Also wenn wir jetzt dreimal den Season-Reward uns gönnen und hoffen auf Karten, die wir auf den jeweiligen Accounts brauchen. Fangen wir mit dem Trimax-Account an. Mal gucken, was wir hier bekommen. Also die Kiste ist auf jeden Fall nice. Ich habe jetzt nicht mehr so viel gepusht. Ihr habt es gesehen live. Das Chibi Games war ganz nice. Hätte ich jetzt noch 2 Stunden weiter getryhardet, hätte es funktionieren können. Hab dann aber lieber Flobby und Big Spin zugeschaut. Flobby wurde einfach fucking Platz 9 weltweit. Das ist auf jeden Fall eine Leistung. Als er aufgehört hatte zu pushen, war er Platz 1. Ja, hat es dann durchlaufen lassen. Vollkommen absurd, was er da hingelegt hat. Lol. Ich habe jetzt mit der Saisonbelohnung die Fledermäuse auf dem Trimax-Account gemaxt. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Punktlandung. Super, okay, die Karte ist gemaxt. Oh, Flugmaschine, perfekt. Na, hätten noch ein paar. Oh, was ist denn jetzt schon? Wie nice. Okay, ja, nehmen wir erstmal hier was, das mit. Was brauchen wir denn? Nachthexe oder Mega-Ritter? Ich glaube, alles andere ist maxed. So, oh, da sieht man schon, rechts ist ein Duplikat, links nicht. Links ist doch ein Duplikat. Oh, da wurde ich aber reingebaitet. Ich habe mir die Banditin gerade im Shop organisiert und habe mich gefreut und dachte mir, ja, nice, endlich die Banditin gemaxt und jetzt kriege ich sie aus der Kiste. Und ich dachte schon, es ist kein Duplikat, aber das allererste Duplikat kann man immer einmal extra haben. Keine Ahnung warum, ist einfach so. Ja, nehmen wir uns das Ding, schade eigentlich. Gut, kein Legendary für uns, keine Nachthexe, kein Mega-Ritter, kann passieren. Dann haben wir jetzt noch eine Epic und dann nehmen wir uns die Kanonenkarre. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Guck mal, der Trimax-Account. Brauchte als Common Card Fledermäuse, als Rare Card Flugmaschine und als Epic Card die Kanonenkarre. Wir haben alles bekommen, wunderbar, die Kisten lohnen sich, die sind nicht... Das ist jetzt nicht die unglaublich krasse Kartenanzahl, die absolut heftig ist, aber man kriegt halt immer die Karten, die man möchte. 5, 4, 9, 2. Dann öffnen wir uns das Ding jetzt. Mal gucken, ob das Ding besser ist. Wir haben hier schon... Mehr haben wir gar nicht gemaxt, glaube ich. Das läuft jetzt das Gleiche hinaus. Auch hier brauchen wir Mega-Ritter. Na gut, Nachthexe haben wir schon. Oh, keine Flugmaschine in der ersten Kiste, aber in der zweiten. Fantastisch. Das ist nicht verkehrt. Jetzt eine Legendary. Ja, nur Mega-Ritter. Mega-Ritter oder nichts. Oh, rechts sieht gut aus. Rechts sieht gut aus. Ich werde heute irgendwie reingebaitet, ne? Na, das sind halt immer Karten, die wir zwar auf Level 5 haben, die Legendaries, aber die wir nicht auf Maximum haben. Ja, man kann immer 20 von 20 auf dem letzten Level, dann ist sie auf 5 und dann kann man noch eine 21. haben, die man einfach so speichern kann. Ja. Das ist jetzt auf beiden Accounts passiert. Da hat mich jetzt Supercell ganz schön reingebaitet, hat mich alt aussehen lassen. Ich habe mich gefreut. Feel the Log, Be the Log, ja, Breathe the Log. Machen wir das. Be the Log, nehmen wir uns das Log mit. Jetzt kommt noch eine Epic. Gibt's nichts. Kanonenkarre haben wir maxed. Ja, bringt nichts. Okay. Na gut, außer 30.000 Gold, das darf man mal nicht außer Acht lassen. 30.000 Gold ist immer noch sehr, sehr viel. Um diese Saisonbelohnung zu erreichen, und das ist genau das, was ich jeden Free-to-Play-Spieler, Pay-to-Win, egal wann ihr angefangen habt, egal wie viel ihr fürs Spiel bezahlt, Ziel sollte sein, dann hat man das Spiel durch, 4.000 Trophäen zu erreichen. Da kriegt man die Saisonbelohnung, das ist absolut nice, das kriegt man jede Season wieder und... Das kann extrem krass sein. Wir haben es relativ kurzer Zeit geschafft. Geht auch noch deutlich schneller. Aber ich freue mich jetzt richtig auf diese Kiste. Und hoffentlich ist diese auch gut. Es sind jetzt nicht so unglaublich viele Karten drin. Aber es sind halt genau die Karten drin, die man braucht. Erstmal 2000 Gold. Elite aber mit Bogenschützen. Ich spiele deutlich, deutlich mehr Decks, die Bogenschützen. Deswegen nehmen wir die. Die Rare-Card-Auswahl ist halt begrenzt, ne? Das ist halt Heilzauber, Barbarin, das tut weh. 50 Mal, stellt euch fest, 50, stellt euch, nur mal angenommen, stellt euch vor, da steht 50 Mal Schweinereiter oder 50 Mal Musketiere. Das wäre halt der Shit. Aber so, ja, was ist, das ist beides blöd, was nehme ich denn da? Heilzauber. Oder Barbarenhütte.
Oh Gott, alle schreiben, es ist ein Legendary Card. Okay, dann ist es natürlich gut. Was spiele ich eher? Ich spiele die beiden nicht. Ja, nehme ich, ja, die dann die Barbarenhütte, vielleicht dann noch eher. Jetzt müsste hier verdammt oft eine Epic kommen. Oh mein Gott, es ist eine Legendary. Ja! Und die ist nicht garantiert eine Kiste. Aber wir haben sie einfach. Das ist sehr nice. X-Bogen und Guards. Nehmen wir die. Das sind auch Karten, die spiele ich nicht. Die sind nicht Meta. Einspruch. Das ist meine erste Kiste. Geil. Legendary Card. Freue ich mich. Aber die Karten davor, die sind jetzt nicht so. Die bringen mich nicht wirklich nach vorne. Nehmen wir mal die Guards. Und jetzt geht's ums Ganze. Ich glaube, wir brauchen noch einen Elektromagier. Die Wahrscheinlichkeit, hier einen Elektromagier zu ziehen, die ist so gering, da kann ich gleich Lotto spielen gehen. Hoffentlich ist es aber eine andere Karte, die wir brauchen. Bitte eine Karte, die wir brauchen. Eine Karte. Komm, es kommt zwei. Lol, links ist new. Was ist links? Was ist links? Hä? Miner oder Be the Log? Schön auf dem Free-to-Play-Account. Die Auswahl ist natürlich ganz nice. Wir haben jetzt schon oft den Miner gesehen. Ich wollte ihn oft spielen in der Challenge und hatte die Karte noch nicht. Ich hatte die Karte noch nicht, den Miner. Deswegen würde ich fast sagen, schlage ich da zu. Miner Level 1 ist besser als Log Level 2. Nehmen wir uns den Miner. Ganz sicher. Das ist, glaube ich, ist das die letzte Karte, die gefehlt hat? Gut, alle schreiben Be the Log. Klar, Be the Log ist schon sicher, aber der Miner ist in dem Fall einfach besser. Weil wir ihn dann einfach frisch haben. Eine neue Karte. Richtig nice. Und genau, Leute, genau dafür gönnt man sich die 4000 Trophäen. Das hab ich, kann ich jetzt jede Saison mitnehmen. Gut, die Rare-Cards und Epics-Cards waren jetzt nicht so geil, die können natürlich besser sein. Aber das können wir jetzt richtig entspannt jede Season mitnehmen. Und war jetzt der Miner die letzte Legendary? Lol, der Sparky! Der scheiß Sparky fehlt noch! Neue Challenge, neue Challenge. Ich möchte so lange, wie es nur irgendwie geht, den Sparky nicht ziehen. Ich möchte den Elektromagier. Ja, den haben wir schon ziemlich weit. Vollkommen free to play. Bald Level 3. Ich möchte den Elektromagier Level 3 haben, bevor ich überhaupt erst den Sparky ziehe. Das ist mein Ziel.